Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarken-Ecke. Wie ihr sehen könnt, heute nicht bei mir im Büro, sondern heute befinden wir uns bei einem Prüfer des BPP bei Tobias Hüllmanns. Vielen Dank, Tobias, dass wir heute bei dir sein dürfen. Freut mich, dass ihr den Weg gefunden habt. Ja, und wie ihr euch noch richtig erinnert, zuletzt haben wir genau diesen Umschlag gepackt und darin befinden sich nun unsere Marken. Die spannende Frage ist jetzt, was passiert bei diesen Marken? Und genau das wird uns Tobias im weiteren Verlauf jetzt noch erklären. Und dafür, Tobias, hier den Staffelstab an dich. Vielen Dank. Nachdem eure Prüfsendung beim Prüfer eingegangen ist, wird er diese als erste öffnen. Eure hoffentlich angefertigte Farbkopie mit den eingereichten Briefmarken vergleichen und hoffentlich feststellen, dass die Kopie den wirklich eingesandten Marken auch gleicht. Dies ist hier der Fall. Sehr schön. Dann erhält jede Prüfsendung einen eigenen Laufzettel. Auf diesem Laufzettel wird der Name des Prüfkunden sowie das Eingangsdatum vermerkt, damit der Prüfer auch jederzeit nachvollziehen kann, wann welche Sendung von wem eingetroffen ist. So, nun habt ihr gesehen, was bei Ankunft eurer Prüfsendung passiert. Und als nächstes möchte ich euch zeigen, was bei der ersten Überprüfung eurer Prüfsendung genau geschieht. Viele von euch fragen sich sicherlich, welche Gerätschaften denn jetzt genau für diese UV-Kontrolle eingesetzt werden. Hier haben wir, ich möchte sagen, als wirkliches Standardgerät die Hanau Flu Test Forte. Die hat ihren Peak bei 365 Nanometern und ist perfekt geeignet für die Briefmarkenprüfung. Des Weiteren kann man natürlich auch mobile UV-Geräte einsetzen. Die müssen aber eine ähnliche Leistungsstärke aufweisen, wie zum Beispiel hier die CrimeLight 2, auch sehr gut geeignet für die UV-Kontrolle. So, nun möchte ich euch als erstes die Kontrolle der eingesandten Prüfstücke unter der UV-Lampe zeigen. Dies ist wichtig, da wir hier Entfernungen von Stempeln, etwaige Stockflecken oder natürlich auch Reparaturen gleich erkennen können. Wir sehen hier die Steckkarte mit den eingesandten Marken und können jetzt kurz hier über die Stücke schauen. Natürlich müssen wir uns die ganzen auch von hinten angucken. Dann sehen wir bei dieser Marke hier zum Beispiel sehr schön, dass die vorhandenen Stockflecken sehr stark leuchten und wir können uns gleich dann aufschreiben, dass diese Marke starke Stockflecken hat und später entsprechend signiert werden muss. Des Weiteren müssen wir natürlich die Marken alle einmal umdrehen. Ich mache das jetzt hier nur beispielhaft, denn natürlich können auch auf der Rückseite oder beziehungsweise nur auf der Rückseite sichtbare UV-Veränderungen auftreten. Jede Auffälligkeit wird entsprechend notiert und in unser späteres Prüfprotokoll übernommen. Nach allen Vorbereitungen können wir nun mit der eigentlichen Prüfung beginnen und wir nehmen uns das erste Prüfobjekt von der Steckkarte. In dem Fall ein Viererblock Memel Michel Nummer 13. Wir schauen uns diese Marke unter einer Vergrößerung mit Streiflicht erst einmal an. Was als erstes auffällt, ist, dass die Buchstabenform des Aufdrucks etwas abweicht. Wir haben diverse spitz auslaufende Kanten, die normalerweise sehr schön abgerundet sind. Der I-Punkt auf dem I von Memelgebiet ist ganz untypisch geformt und auch scheinen die Buchstaben etwas kleiner zu sein, was dann alle Merkmale der sogenannten Brüsseler Fälschung erfüllt. Damit können wir sagen, dieser Viererblock hat leider einen falschen Aufdruck. Nun nehmen wir uns die nächste Marke von der Steckkarte, Memel Michel Nummer 207. Bei der Marke aus diesem Satz gibt es viele verschiedene Typen. Aber zuerst schauen wir uns schlicht und ergreifend die Qualität der Marke kurz an, ob der Aufdruck in Ordnung ist. Wir sehen nach der ersten Sichtung, der Aufdruck entspricht 100%ig dem typischen Erscheinungsbild, Aufdruckfarbe, Form der Ziffern etc. stimmen alle. Unten ein typisches Merkmal des Zierbalkens.
Nun geht es daran, die Type zu bestimmen. Dafür benutzen wir eine Messlupe mit einer Millimeterskala eingelassen. Dann legen wir die Marke hin, schauen uns mit der Lupe an, messen an den verschiedenen wichtigen Stellen aus. So. Und stellen dann nach kurzer Zeit fest, dass es sich hier um eine Type 1 mit der Abstandsvariante klein e handelt. Die Marke ist soweit einwandfrei und so können wir diese später auch signieren. Wir kommen nun zur nächsten Marke, die wir uns näher anschauen wollen. Wir schauen uns die Marke wieder ganz normal unter dem Streiflicht, unter dieser Vergrößerung hier an. Vorderseitig sehen wir erst einmal keine größeren Probleme. Dann drehen wir die Marke aber um und so sehen im Streiflicht einen starken, ausgebügelten Bug. Den würden wir unter normalen Lichtverhältnissen wahrscheinlich kaum wahrnehmen, aber dafür ist das Streiflicht immer sehr hilfreich, um alle verschiedenen Arten von kleineren Mängeln, angesetzte Zähnchen direkt, ausgebügelte Bügel etc. zu erkennen. Diese Marke würde nachher entsprechend höher signiert werden, da sie eben einen recht eklatanten Mangel aufweist. Weiter geht es mit der nächsten Marke. Auch diese schauen wir uns wieder unter unserer Vergrößerungslupe mit Streiflicht an. Finden erst einmal keine Auffälligkeiten. Wenn wir die Marke allerdings ein wenig anheben und damit ein bisschen Durchlicht erschaffen, sehen wir relativ schnell eine dünne Stelle rechts oben, die natürlich auch einen Mangel darstellt und die Briefmarke wird später entsprechend höher signiert werden. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Marke aus eurer Prüfsendung. In dem Fall handelt es sich um Memel Michel Nummer 1. Hier geht es zuerst einmal ganz kurz wieder um die Aufdruckprüfung. Schauen uns den kurz an, sehen, das passt soweit erst einmal alles. Jetzt geht es um die Farbe dieser Marke. Dafür nehmen wir uns unsere Steckkarte mit Vergleichsmaterial und vergleichen unter Tageslicht, das ist wichtig, die Marken, schauen uns hier die einzelnen Farbreihen an, die wir gesteckt haben und unter Umständen mit anderen Prüfern abgestimmt haben. Und stellen dann nach genauem Abgleich fest, dass es sich hierbei um Memel Michel Nummer 1 klein b handelt. Die Marke würde jetzt noch einmal natürlich einer Qualitätsprüfung etc. unterzogen werden und später dann als diese Farbunterart signiert werden. Nachdem wir die Marken jetzt alle geprüft haben, geht es an das Signieren der günstigeren Marken. Wir fangen hier mit einem Beispiel an. Eine ungebrauchte Marke, echt ungebraucht, aber diverse Stockflecken. Das heißt, die Marke wird mit Hilfe des Namenssignums ein wenig erhöht signiert, da die Stockflecken einen Mangel darstellen. Dann wird das Ganze signiert und wir wenden uns der nächsten Marke zu. Hier unsere eben angeschaute Memel Michel Nummer 1b. Auch diese Marke ist ungebraucht, weist keinerlei Mängel auf. Und wird entsprechend als ungebrauchte Marke leicht erhöht mit dem Namenssignum sowie dem dazugesetzten Farbkennzeichen signiert. So. Und auch diese Marke ist dann fertig. Als nächstes eine Ganzfälschung. Hier ist alles falsch. Marke, Aufdruck und der Stempel. Die Marke wird dann natürlich auch entsprechend signiert. Dafür gibt es die Signatur falsch. Die wird mittig auf der Marke angebracht. Falsch. Dazu quergestellt kommt das eigentliche BPP-Namenszeichen. Falsch. Damit ist diese Marke im Prinzip entwertet und aus dem Verkehr gezogen. Als nächstes eine Memel Michel Nummer 39. Die Marke ist ebenfalls ungebraucht. Hier geht es im Regelfall nur um eine kurze Typenbestimmung, Aufdrucktype 1 oder 2. In diesem Fall haben wir die Aufdrucktype 1, dementsprechend auch wieder signiert, leicht erhöht, weil die Marke ungebraucht ist und dazugesetzt
römisch 1 als Typenbezeichnung. Dann als nächstes Memel-Michel Nummer 12. Hier ist wirklich auch fast alles falsch zumindest. Der Aufdruck ist falsch und der Stempel ist falsch. Die Marke wird entsprechend signiert. Zum einen mit Stempel falsch, quergestellt wieder und daneben gesetzt wird Stempel falsch und darüber quergestellt das BPP-Prüfzeichen. Dann als letztes Beispiel aus unserer Serie, Memel-Michel Nummer 9, gestempelt. Als kleinen Tipp für alle, erste Ausgabe Germania Memelgebiet mit Stempel Bismarck Memelgebiet ist immer falsch. Immer. Gibt es nicht echt auf dieser Ausgabe. Dementsprechend Stempel falsch, Prüfzeichen quergestellt und fertig. Die erste Überprüfung ist nun abgeschlossen. Tobias hat es euch hier wirklich sehr schön und sehr ausführlich erklärt. Jetzt ist natürlich wirklich die spannende Frage, was passiert jetzt mit den höherwertigen Stücken? Wie wird hierbei geprüft? Und genau diesen Vorgang, wie ein Fotoattest oder ein Fotobefund erstellt wird, das wird euch Tobias dann das nächste Mal zeigen. Also schaltet auch dann wieder ein. Bis dann. Tschüss. Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarken-Ecke. Und wie ihr sehen könnt, wir finden uns immer noch im Büro von Tobias. Hallo, in dem letzten Video haben wir euch gezeigt, dass für die besseren Stücke, für die ein Fotoattest, Fotobefund oder ein Kurzbefund ausgestellt wird, aussortiert haben und wie wir mit diesen Stücken weiterverfahren und die genauere Prüfung dieser Stücke möchten wir euch in diesem Video zeigen. Nachdem wir jetzt die Bearbeitung der einfachen Stücke fertiggestellt haben, kommen wir nun zur Bearbeitung der besseren Fotoattest- und Fotobefundwürdigen Stücke. Hierbei geht es dann im Regelfall um die Überprüfung der Aufdrucke und Stempel hinsichtlich Kongruenz. Dies können wir mit Folien oder auch im Computer machen oder mit einem sogenannten Komparator. Außerdem werden wir bei Aufdrucken die Pigmentstruktur unter dem Durchlichtmikroskop analysieren. Für die Qualitätskontrolle setzen wir eine Stereolupe mit Auflicht, Streiflicht und Durchlicht ein, sowie ganz klassisch eine Prüfung im Benzinbad. Für die Detailprüfung bei euren besseren Stücken aus der Prüfsendung ist es unter anderem wichtig, bei gestempelten Stücken die Kongruenz des Stempelgeräts zu überprüfen. Dies kann zum einen mit vorher erstellten Folien, aber auch selbstverständlich im Computer geschehen. Hier in diesem Fall haben wir eine Marke Libau, Michel Nummer 6 Groß B Klein A. Den Stempel Deutsche Feldpost Sternchen 168b und wir wollen nun überprüfen, ob die Kongruenz des Stempels mit unseren echten Vergleichabschlägen übereinstimmt. Dafür nehmen wir einen gescannten Abschlag einer sicher echten Entwertung, legen diesen in unserem Bildverarbeitungsprogramm über den eigentlichen Stempelabschlag, färben diesen am besten ein. Und so sehen wir dann sehr schön in diesem Fall, dass alle Stempeldetails haargenau übereinstimmen und somit können wir in dem Fall sagen, der Stempel ist in der Hinsicht echt, die Kongruenz passt 100%. Neben der Kongruenz von Stempeln ist es natürlich wichtig, auch die Kongruenz von Aufdrucken zu überprüfen. Hier in unserem Beispiel haben wir ein Pärchen, deutsche Besetzung Litauen im Zweiten Weltkrieg, Rokischkisch, Michelnummer römisch 1a. Was wir als erstes machen ist, wir plattieren die Marke, suchen also raus, von welchen Aufdruckfeldern die beiden Marken denn ursprünglich stammten. Nachdem wir das mit unseren Originalbogen abgeglichen haben, stellen wir fest, dass der linke Aufdruck eigentlich von Feld 99 und der rechte Aufdruck von Feld 100 stammt. Nun gehen wir in unsere Vergleichsdaten und legen einzeln die entsprechenden Aufdrucke freigestellt über den Patienten und sehen da dann aber,
dass besonders beim Feld 99, die linke Marke hier im Bild, eklatante Verschiebungen beim Aufdruck auftreten. Dies kann nicht sein. Bei diesen Marken handelt es sich um sehr gute Aufdruckfälschungen. Als nächstes Beispiel haben wir hier Besetzung Zweiter Weltkrieg Litauen, Rokiškis, Michelnummer 6, klein a, römisch 1. Auch hier haben wir wieder die Felder mit unseren Originalbogen verglichen, sind zu dem Entschluss gekommen, dass es sich dabei um Aufdruck des Felds 54 handelt und legen nun den Aufdruck von 54 aus einem unserer Vergleichsbogen drüber und sehen sehr schön, es gibt keinerlei Abweichungen, alle Ausbrüche in den Buchstaben etc. sind haargenau getroffen. Damit kann diese Marke als echt geprüft werden. Um eure teuren Stücke aus den Prüfsendungen genau untersuchen zu können, bedarf es einiger Gerätschaften, die wir hier kurz vorstellen möchten. Wir haben hier zum einen die Stereolupe, in dem Fall ein Leica MZ-FL3, bestehend aus dem Körper, dem sogenannten Tritubus. Das heißt, wir können hier durch beide Okulare durchsehen und haben hier noch einen weiteren Tubus, wo wir eine Kamera draufsetzen können, um unsere Ergebnisse auch fotografisch festhalten zu können, um nachher nicht zu sagen, ich habe das zwar gesehen, aber ich kann es nicht belegen. Das brauchen wir, um alles belegen zu können, was wir letztlich auch in unsere Atteste und Befunde schreiben. Wir haben hier verschiedene Lichtquellen, mit denen wir arbeiten. Wir haben das Streiflicht, das von der Seite kommt, sehr gut, um Reparaturen zu erkennen. Dann haben wir das Auflicht und das Durchlicht, dadurch leuchten wir die Marke von unten. Das macht es möglich, auch Reparaturen und sowas sehr gut zu erkennen. Einige Beispiele, die wir anführen möchten, wo dieses Gerät sehr gute Dienste leistet, sind zum einen Reparaturen und andere Manipulationen. Als erstes Beispiel haben wir eine Memel Michelnummer 221. Hier gibt es auf Feld 93 den Aufdruckfehler stark gebrochener Balken. Es kommt immer wieder vor, dass dieser Aufdruckfehler manipuliert wird, indem einfach mit einem Skalpell die oberste Farbschicht des Aufdruckbalkens weggekratzt wird, um so den Aufdruckfehler darzustellen. Hier habt ihr ein Bild dazu, was ganz klar im Durchlicht zeigt, wie die Papierstruktur verletzt ist. Des Weiteren, ebenfalls bei einer Michelnummer 221, sehen wir sehr schön im Streiflicht, wie drei Zähne komplett hinterlegt worden sind. Diese waren vermutlich dünn und da ist dann einfach komplett Papiermasse hinterlegt worden, um diesen Fehler zu kaschieren. Des Weiteren haben wir hier eine Memel Michelnummer 170. Auf den ersten Blick scheint es so, als ob diese Marke ungezähnt sei. Das wäre sicherlich eine Marke, die im vierstelligen Bereich liegen würde, wenn man sie kaufen will. Also recht verführerisch, aus einer billigen Marke eine teurere zu produzieren. Wenn wir uns das Ganze aber wieder unter der Stereolupe angucken, sehen wir recht schnell, dass ringsrum die Zähnung beschnitten worden ist. In dem Fall sogar ganz gut, sodass wir nur noch die Krater der ehemaligen Zähnung sehen, die sich bildet, wenn die Zähnung im Papier eingestanzt wird. Weitere Reparaturen, die wir damit sehr schön erkennen können, hier am Beispiel einer Germania-Marke. Wir sehen rechts sind diverse Zähne komplett ergänzt. Wir sehen durch das Streiflicht sehr schön, an welchen Stellen die fremde Papiermasse in die originale Papiermasse übergeht. Dann haben wir daneben stehen ein Zeiss Axiostar. Im Prinzip ein Gerät, wie es jeder Hausarzt wahrscheinlich bei sich stehen hat. Hiermit erreichen wir jedoch eine wesentlich höhere Vergrößerung als bei unserer Stereolupe. Hier fangen wir in der Konfiguration bei 63 an und können bis knapp über 900-fache Vergrößerung hochgehen. Diese hochauflösende Vergrößerung brauchen wir zum Beispiel, um Pigmentstrukturen analysieren zu können. Hier als Beispiel eine Marke aus Telschen, Besetzung Zweiter Weltkrieg, Litauen. Wir sehen hier auf den ersten Blick einen Aufdruck, der ganz in Ordnung ausschaut. Wir können ihn sogar plattieren, den Aufdruck. Wenn wir uns dann jedoch
die Aufdruckfarbe unter dem Mikroskop anschauen, sehen wir ganz eindeutig eine vollkommen andere Pigmentzusammensetzung. Das ist nur unter solch einer Vergrößerung überhaupt möglich. Ihr seht nur einige ganz kurze Beispiele dafür, was man mit solchen Geräten machen kann und was die Verbandsprüfer des BPP tun, um euch vor Schaden zu beschützen. Als letztes möchte ich euch zeigen, warum eine Kartei oder ein Archiv für Prüfer so eminent wichtig ist. Besonders bei klassischen Gebieten ist es wichtig, auch Provenienzen zu finden, heißt, wo ein Stück einmal angeboten war. Dies kann unter anderem auch helfen, frühere Manipulationen zu erkennen. Anfangen möchte ich mit einem Beispiel zur Provenienz. Hier haben wir zur Prüfung vorgelegt bekommen, Westukraine, Michel Nummer 43 mit Doppeldruck. Dieser ist stark verschoben. Wir gehen nun mit dieser Abbildung in unsere Kartei und finden unter anderem einen 6er-Block mit gleichem verschobenen Aufdruck. Dieser 6er-Block stammt aus der Sammlung Dr. Berger in Wien und war bis ca. 1936 auch in dieser Form erhalten. Und die uns nun zur Prüfung vorgelegte Marke passt auch perfekt in diesen 6er-Block rein. Und damit können wir belegen, dass dieses Stück ursprünglich aus diesem 6er-Verband stammt. Als nächstes ist es natürlich bei der Prüfung wichtig, weil Prüfen ist Vergleichen, vergleichbare Stücke aus dem Archiv zu ziehen. Als Beispiel ein Ausschnitt aus einer Datenbank. Hier haben wir selektiert alle Michel Nummer 79 mit dem Poststempel von Stonischken. So können wir uns einen sehr schnellen Überblick verschaffen, welche Stempel auf teuren Marken vorkommen, welche Daten vorkommen, etc. Mindestens genauso wichtig ist ein Archiv aber bei der Hilfe zur Erkennung von Manipulationen. Wir haben hier eine größere Einheit Großbritannien, ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus der Kartei und dann hier einen neueren Ausschnitt aus einem Auktionskatalog. Wenn wir uns diese Einheit jetzt näher ansehen, sehen wir mittig fehlt ein Teil der Ecke. Diese ist heute aber wieder da. Und so können wir nur mithilfe unserer Kartei bereits belegen, dass dieses Stück repariert worden ist. Ein weiteres Beispiel, ebenfalls eine größere Einheit. Hier in dem späteren Zustand und auch hier eindeutig ein großes Stück aus der Briefmarke oben hat gefehlt und ist mehr oder minder kunstvoll wieder ergänzt worden. Hier noch einmal die dazugehörige Archivkarte, wie man sie machen kann. Ein weiteres Beispiel, Altschweiz. Hier sehen wir ein Pärchen der sogenannten Winterthur-Marke, nun gelöst vom Briefstück das Pärchen, hier ehemals noch auf dem Briefstück und jetzt wunderschön auf einen kompletten Brief drapiert. Hier geht es weiter, zwei Hälften der Doppelgenf seitenverkehrt zueinander geklebt, kaum bekannt, hier als loses Stück. Hier ein wunderschöner Brief mit einer Doppelgenf frankiert. Und wenig später klebte auf diesem Brief, wo soeben noch die normale Doppelgenf klebte, die verkehrt zueinander geklebte Doppelgenf. Auch dies lässt sich einfach nur mit einer gut gepflegten Kartei beweisen. Hier noch einmal gegenübergestellt, eindeutig der gleiche Brief, einmal im Originalzustand und einmal manipuliert. Ein weiterer Altschweizbrief, hier die sogenannte Wart 5 auf Brief, etwas später die wesentlich teurere Wart 4 auf demselben Brief, schlicht und ergreifend ausgetauscht. Nun Großbritannien, Michel Nummer 1. Wir sehen hier einen sehr schönen Unterrandstreifen, unten leicht beschädigt. Nun ein Einzelstück mit wieder kompletter Randinschrift, aber anhand von diversen Papiermerkmalen. Hier der Papiereinschluss, der dieses Stück eindeutig identifiziert, sicher als repariert nachweisbar.
Und damit wären wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich hoffe, die Prüfung von Briefmarken war interessant für euch. Und an Tobias ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss!